Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei TomTeTom Games. Ich bin's, Thomas, und ihr seid mit dabei in der 37. Folge meiner Let's Play-Reihe zu der Planer 1. Der Logistik-Wirtschaftssimulation aus dem Hause Greenwood Entertainment aus dem Jahr 1994. Und wir befinden uns auch im Jahre 1994. Und zwar bei unserem zweiten Job inzwischen. Und, ja, was soll ich sagen? Der geht auf sein Ende zu, sozusagen. Wir haben den 22.03. und der Vertrag läuft also jetzt bis zum 31.03. noch. Da ist noch ein Wochenende zwischen und nach dem Wochenende habe ich hoffentlich dann auch das Maximum rausgeholt, was den Bonus angeht. Denn wir dürfen uns ja einen ordentlichen Bonus zahlen von 5%. 5% des Gewinns. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Da können wir danach mal so richtig, aber mal so richtig reinhauen. Ja, und ich bin gespannt, was danach für ein Auftrag kommt. Mal eben gerade konzentrieren. 24. und 23. Okay, die Glocken haben es ein bisschen eiliger. Ja, was danach für ein Auftrag kommt, ob das dann schon, das wird ja, es baut ja mal ein bisschen auf, es wird auch länger sicherlich werden, 3 Monate, denke ich, vielleicht sogar noch länger, ob es mit Zweigstelle ist oder ohne, ich muss sagen, davor habe ich ein bisschen Bammel vor den Zweigstellengeschichten, weil das finde ich relativ komplex, muss mal gucken, wie viel man da so auf den Manager sich verlassen kann und ja, wie das so klappt. Aber das liegt ja jetzt gerade noch nicht an. Erstmal können wir noch ganz unbeschwert hier, können es noch ganz unbeschwert angehen lassen. Allerdings irgendwie ist die Auftragslage schon wieder nicht so, wie ich die gerne hätte, ne? Also Kühltransporte und Pritsche könnten wir echt noch gebrauchen. Ich mache mal nochmal Werbung, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob dienstags geht. Frachtart, Kühlfracht, Normalfracht annoncieren. Frachtart, mal Pritsche, können wir. Pritsche, doch ist richtig, Pritsche, annoncieren. Frachtart, Tief, können wir sowieso immer annoncieren. Und Kühlfracht mache ich dann noch hier in der anderen Zeitung auch noch. 4, 3, zack, so. In 2 Zeitungen schon mal inseriert wieder. Ja, jetzt müssen wir mal darauf hoffen, dass hier mal bald die Lastwagen zurückkommen. Die Tieflader. Denn ich muss ja die Glocken noch transportieren. So, da ist zumindest mal einer schon mal wieder da. Tretboot in Seenot. Hier 12.000 Mark. Ja, passt leider nicht ganz drauf, aber wenn wir ein bisschen Glück haben, findet der Manager noch einen Zug, auf den die restlichen Tretboote passen. Aber jetzt haben wir da Kühllastzüge stehen, die sich die Reifen in den Bauch stehen sozusagen. Ich hoffe, dass im Büro ein paar Aufträge auf uns warten. Es muss ja vorangehen hier bei Eddie's Go Away. Also, das wäre übrigens auch gut, wenn man dann wenigstens den Laden umbenennen dürfte. Aber ich meine, gut, das darf man ja sonst auch nicht einfach. Trotzdem, mit dem Namen, also da. So ein Beratervertrag hier. Hey, heute ist aber auch nicht so richtig doll mit den Aufträgen. Also einmal Tieffracht nochmal, Edelstahlplatten, das ist gut. Und einmal Fernseher Regensburg, ja, das ist gut, okay. Insgesamt ein bisschen mau, ob meine Verträge mal wieder ausgelaufen sind oder so. Ich muss ich mir mal eben angucken jetzt. Gucken wir uns mal unsere Stammkundengeschichten an. Das können wir ja in unserem Laptop machen. So, was haben wir denn da? Ist eigentlich, ja, gut, viel ist es natürlich nicht. Und da ist jetzt nichts mit Kühlfracht dabei. Warum eigentlich nicht? 21. frühestens kündbar. Vertragsende. Tagebau. 28.03. 25.03. Gut.
Ja. Machen wir einfach für morgen mal einen Termin aus noch, ne? Firma, Kühlfracht. Was ist denn mal Kühlfracht? Dosen-KG, was macht ihr denn? Hey, ich bin's, Tim. Hi. Silo, nein, das wollen wir alles nicht haben. Das ist doch Quatsch. Da, Contifrost. Was ist mit euch hier? Contifrost, morgen 14 Uhr. Ja. Morgen 14 Uhr, Contifrost. Und vielleicht noch. Ja. Südsee vielleicht. Kühlfracht, geringe Kapazitäten. Nee, nicht 14 Uhr. 13 Uhr. Zack, machen wir auch. Sind hier nur geringe. Und hier die Konserve vielleicht noch. Fritti. Fritti. Ja, super. So, und zwar für 12 Uhr. Also 12, 13 und 14 Uhr haben wir morgen Termine. Und danach werden wir genug Kühlfrachtaufträge bekommen. Wahrscheinlich so viele, dass ich sie nicht erfüllen kann. Komisch eigentlich. Ich meine, ich hätte ja welche abgeschlossen in einer der letzten Folgen. Aber ich kann mich täuschen. Ich meine, das wäre doch das gewesen, wo ich hinterher dann auch die Prüfung über die Rechtsanwältin hatte machen lassen. Nachdem ich das ja jahrelang falsch gemacht habe. Naja. Muss ich vielleicht nochmal nachgucken. Da bin ich mir unsicher gerade. Aber bis dahin. Tieffracht. Zack. Und noch einmal Tieffracht. Da habe ich keinen Lastwagen für da. Die anderen stehen so rum. Ja gut. So, jetzt haben wir gleich 15 Uhr. Das wird also jetzt auch nicht mehr viel werden heute. Ich würde gerne die letzten 7 Frachteinheiten noch losschicken. Vielleicht hat es auch schon. Nee, und der Manager hat es auch noch nicht gemacht. Tja. Ja, da. Ja. Komm. So, die letzten 7 auch noch eben mit dem kleinen hier. Zack. Muss ja nicht so ein Riesending sein. So, ja, wunderbar. Also, dann haben wir für heute doch eigentlich alles erledigt. 16 Uhr. Ich meine, das war nicht der lukrativste Tag, ehrlich gesagt. Da hatten wir jetzt in der letzten und vorletzten Folge deutlich ertragreichere Tage. Aber kann ja auch nicht immer so sein. Wir sind mal wieder zu Hause. Schön, dass du da bist. Hey, Dad. Guten Abend, ihr beiden. Unser Getränkelieferant war da. Die Rechnung beläuft sich auf 150 Mark. Oh, zahl du doch die Rechnung, bitte. So, Mittwoch, der 23.3. Ja, heute, also 12 Uhr, Konferenzraum. Ausgeschlafen, Liebling? Aber sicher, Schatz. Dein Sohn geht heute Abend mit Kollegen in die Jugenddisco. Mit Kollegen in die Jugenddisco. 94. Da lief dann Snap. Und Dr. Alban. 94? Ja, kommt wahrscheinlich hin. Rhythm is a Dancer oder so. Aber wenigstens einer, der sein Leben genießen kann. Ach, ich bin schon ganz armer hier im Spiel. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Pinke, pinke. Ja, schauen wir mal, was heute an Aufträgen reinkommt. Und dann um 12 Uhr mal die 3 Verhandlungen durchziehen. Danach werden wir uns wahrscheinlich vor Kühlfrachtaufträgen nicht retten können. Ich hoffe, die sind nicht alle so Expressfracht. Das ist immer so ein Stress, ehrlich gesagt. Und das ist ja bei der Kühlfracht auch wirklich eine gefährliche Geschichte, denn da waren ja die Konventionalstrafen immer so hoch. So, alle Rechnungen erstmal. Schienen, also ich nehme ja sowieso alles an, ist eigentlich auch egal. Tretboote.
Mettwürste. Sorry, sind nur 4 FE angekommen von den Mettwürsten. Ein FE hat der Fahrer verdrückt. Der hatte Hunger. Und Fisch. Naja, gut, naja. Vielleicht für die Katze. So, eine Stunde weiter. Machen wir direkt nochmal. Was haben wir jetzt? Ah, jetzt kommt die Kühlfracht auch so rein. Zinkbleche erstmal. Milch und... Oh, aber Trüffel. 19 FE und dann nur 3000. Das war aber sah höchstens irgendwas, wo mal ein Trüffel dran vorbeigelaufen ist. So, einmal runterfahren. Alles auf den Weg bringen. 9:30 haben wir jetzt. Darf das ja nicht aus dem Blick verlieren mit den Konferenzen. Einiges da. So, der ist bis zum 24. Mit dem fangen wir also an. Habe ich einen, der besser passt als minus 3? Nein, habe ich nicht. Grantig, mein Name. Machen wir mit Versicherung. Das waren die Zinkbleche. Wir hatten eine relativ hohe Konventionalstrafe. So, dann haben wir einmal Tretboote. Hier, Dörre einmal bitte. Mach dann mal mit Versicherung heute. Das ist mir irgendwie, hab ich ein schlechtes Gefühl gehabt. Aber die lohnen sich nicht mit Dings zu machen. Okay. Habe ich erstmal den. Und abfahren. Und jetzt habe ich da keinen mehr von. Jetzt können wir mit der Kühlfracht weitermachen. Was ist denn eilig? Die sind alle eilig. Fangen wir mit dem größten Eiligen an. Das ist die Milch. Okay, habe ich nur einen, der passt. Faust. Zack. Oh, da ist wieder ein Tief. Oh, ja, aber der Manager hat schon ganze Arbeit geleistet. Okay, so, der... Das ist ja echt doof, ne? Passt einfach nicht. So, Friedrichsen bitte. Armer Friedrichsen, nicht? Jo, Abfahrt, bis dann. So, und jetzt noch einmal hier der 5W. Oh, jo. Direkt hier rein. Nee, das war doch gut. Was tust du da? Westen. Zack, auch abfahren. So, jetzt haben wir alle erledigt schon wieder. 10.30 Uhr haben wir jetzt. 10.30 Uhr. Naja, wenn ich nochmal 3, 4 Aufträge habe, dann kriege ich das noch hin bis 12 Uhr wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Da sind nochmal welche. Tieffracht. Okay, große Steine. Und nochmal Zinkbleche. Okay, Zinkbleche, die sind immer sehr... Haben hohe Konventionalstrafen, also im Verhältnis. Für Tieffracht, die ist ja sonst so lala hier nur von denen. Kann ich eigentlich direkt anfaxen? Kommt da schon einer zurück? Der hat doch sowieso schon Zinkbleche geladen. Und das hier ist auch bis zum 28. Mach das doch mal. Ewigkeiten Zeit noch. 58 FE, machst du das hier? Wann ist der da? Voraussichtliche Ankunft ist in Ulm am 23. Also heute noch. Das ist doch sehr gut. Sehr schön. Ja, dann haben wir doch alles schon erledigt. Ja, können wir schon wieder nach neuen Aufträgen gucken. Schaffen wir ja vielleicht noch mehr. Also. Nö, schaffen wir nicht. Keine neuen Aufträge da. Aber was ich mal gucken kann, ist jetzt gerade mal eben, was eigentlich unser Bonus sagt. Hier, 149.000 Mark können wir uns als Prämie zahlen, als Bonus. Nach aktuellem Stand. Sehr schön. Ja, jetzt mache ich mal wieder das, was wir hier schon oft gemacht haben. Der Chef stellt sich einfach mal mit der Fluppe auf den Flur.
vor dem Konferenzraum und wartet einfach mal, statt irgendwas anderes zu arbeiten. Warum auch nicht? Ich tue mal so, als wäre der Feuermelder nicht, der Feuerlöscher nicht da. Zack. Nein. Da. Lalala. Oh, 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 oh. Schon zu spät. Guten Tag. Ich bin von der Firma Fritti. Ja, guten Tag. Tim, Eddie's Go Away, falls Sie nicht gesehen haben, in welches Gebäude Sie gegangen sind. 38.000 Mark Wochentransporte. Warum nicht, ne? Warum nicht? Möchte ich den überprüfen lassen? Ja, den möchte ich überprüfen lassen und unterschreiben, bitte. Okay, also, alle überprüft und alle unterschrieben und 15 Uhr und überhaupt. Und ja, jetzt haben wir wahrscheinlich wirklich so viel Kühlfrachtaufträge, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Tja. Oder sind schon neue Aufträge direkt? Oh, da ist aber voll. Edelstahlplatten bis morgen. Ja, den schaffe ich wahrscheinlich. Der bis... Oh, 27.000 für einen. Das ist gut. Holzbalken bis morgen. Ja, schaffen wir auch noch. Kühlfracht bis gestern. Nö, das kriegen wir auch hin. Einmal Pritsch. Ja, ist natürlich Quatsch, ne? Salat. Werbedrucke. Ja, lohnt sich nicht so richtig, aber gut. Ziehen wir durch, damit die Dinger nicht auf dem Hof rumstehen nur. So, dann faxen wir erstmal. Ist hier irgendwer der Kühllaster ist zurück, unterwegs nach Hause und passen 18 FE rein. Und er ist um 10 Uhr da. Ladung versichern, faxen. Ja, super, dann sind die Steaks schon mal erledigt. So, jetzt, der geht auch 50 FE für den hier. Der passt auch gut da rein. Und der kommt auch pünktlich an. Machen wir auch. Das sind die Edelstahlplatten gewesen. Jetzt haben wir hier den mit den Zinkblechen. Schafft er das, die 39 FE? Nee. Nein, das passt nicht. Der ist eine Stunde zu spät. Das passt aber locker hier. Ladung versichern, faxen. Ach, da habe ich da 4 FE übrig jetzt, weil auf den Laster nur 74 drauf passt. Na ja, gut. Große Steine. Was ist denn, mir reicht das denn hier? Oh, das ist aber auch viel zu knapp. Nee, machen wir auch nicht. Ich muss also mal gucken, ob ich unten noch einen stehen habe, ehrlich gesagt. Das mache ich auch bevor ich... Denn der würde ja theoretisch gehen. Tja. Ja, eine ganz schön knappe Kiste. Ganz schön knappe Kiste. So, der hier. Nein, 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 nein. Ah, habe ich nur den einen da. Ah, Mist. Ja, habt ihr vielleicht gerade gesehen, der passt nur 38 drauf. Ich brauche 39 bis morgen 12 Uhr. Da kann man nur hoffen, dass der Manager vielleicht noch was findet, um den jetzt noch loszuschicken gleich. Deshalb, ich schicke die anderen jetzt noch nicht weg. Oh, der ist krank, das bringt nichts, den loszuschicken.
Aber jetzt ist schon 16 Uhr. Mal sehen, hat er das erledigt? Nee, hat er nicht. Ja. Da heißt es gleich vermutlich nochmal hochfahren. Und dann vielleicht doch faxen. Ich fax das mal doch eben. Ist aber echt eine knappe Kiste. Also das kann auch schief gehen jetzt. Ja. So, welchen konnte ich denn da anfaxen? Der ist auf dem Weg nach Hause. Da rein. Und der ist da 10... Ah ja, das ist gut. Das ist natürlich blöd, ne? Also, da passt er massig drauf und ich schicke dem jetzt ein FE noch zu, aber gut. Ja, dann können wir ja jetzt. Jetzt können wir wieder aus dem Vollen schöpfen, ne? Dann machen wir erstmal den, dann ist der auch erledigt. Der ist... Oh. Naja, gut, warum nicht? Den letzten lasse ich jetzt erstmal übrig. Da können wir uns morgen drum kümmern. Der ist ja für den 29. ist der terminiert. Da kommen wir so ganz locker mit hin. Wir fahren jetzt mal nach Hause. Dann kann ich meinem Sohn noch Tschüss sagen, bevor der in seine Jugenddisco mit den Kollegen geht. Um dazu Rhythm is a Dancer oder No Coke von Dr. Alban zu tanzen. Oder Real to Real oder was? I like to move it. Warum? Ich bin auch falsch abgebogen. Hier in den Fuhrpark wollte ich doch gar nicht. Ich wollte meinen eigenen Fuhrpark starten. Hier. So, ab nach Hause jetzt. Mal sehen, was da wieder rauskommt bei. Schön, dass du da bist. Guck. Ah, und der Sohn ist nicht da. Wobei, der ist schon ziemlich früh jetzt weg, ehrlich gesagt. Es war gerade 17 Uhr. Das ist doch viel zu früh, um in die Jugenddisco zu gehen. Wobei, die endete wahrscheinlich um 19 Uhr dann. Guten Abend, Eleonore. Der Wäschetrockner trocknet die Wäsche nicht mehr richtig. Was soll ich tun? Wie wär's mit einstecken? Dann trockne die Wäsche doch draußen. Ach, Spitzenantwort. Das gibt bald die Scheidung. So. Ja, jetzt der Tag der Wahrheit. Jetzt ist wahrscheinlich das Eingangspostfach voll mit Sachen, die ich nicht abarbeiten kann. Aber ist mir auch egal, weil ich muss nur noch eine Woche. Ausgeschlafen, Liebling? Aber sicher, Schatz. Gibt's denn keine Neuigkeiten? Jetzt war ich schon so gemein zu dir, hast trotzdem keine Neuigkeiten. 1,5 Millionen. Ach, es ist wunderbar. Es ist alles so wunderbar. Okay, wir haben keine Tieffrachtlaster da gerade. Das merke ich mir schon mal. Und einen Tieffrachtauftrag hatten wir ja noch. Der war zwar bis zum 29., aber ist ja Wochenende dazwischen auch. Da müssen wir so ein bisschen schauen. So, der ist bis zum 28. Ja, die schaffen wir mal locker. So, Tiefkühlfracht bis morgen. Ja, bis 28. ohne Probleme. Und Schokolade bis zum 28. Das ist alles gut. Das ist alles easy gewesen. Jetzt machen wir mal die halbe Stunde vor. Und gucken wir nochmal eben. Noch einmal Kühlfracht bis zum 29. Easy. Sehr gut. So, die arbeiten wir jetzt mal noch ab und dann ist die Folge hier auch schon vorbei. Ja, mal eben runter in den Keller losschicken alle. In den Keller, sage ich schon. Einmal unten in den Fuhrpark. Losschicken und dann sehen wir weiter. Ich habe sicher falsch geklickt gerade. Das schien mir doch nicht. Dachte, ich wäre zum Personalchef gegangen. So, 8.30 Uhr haben wir. Donnerstag, 24.03. Und wir können ein bisschen was losschicken. So, eilig ist der hier mit 27 FE. Also fangen wir auch mit dem an. Oh, der passt ganz genau. Einmal Faust. So. Und dann... was haben wir noch?
Den hier nehmen wir als nächstes. Passt. Brilon. Machen wir mit Versicherung. So, wir haben ganz viel. So viele noch. Wurzelpferd. Und noch einen einzigen. Dann haben wir sie alle erledigt. Oh nein. Ah doch, da. Passt. So, Kämpf. Bitte einmal in den Wagen. Versichern. Und fertig. So. Ja, damit habe ich erstmal alles erledigt, was zu erledigen gab. Und wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder hier. Wenn wir wahrscheinlich bis zum Wochenende ungefähr spielen, also noch den Donnerstag zu Ende und den Freitag. Und dann schauen wir mal weiter. Dann ist ja auch der Auftrag wirklich schon, der Vertrag, muss ich sagen, Entschuldigung, nicht der Auftrag, sondern der Vertrag schon fast zu Ende. Unsere Dienstzeit hier bei Eddie's Go Away. Aber das sehen wir dann weiter, ne? Ja, bis dahin, bleibt erstmal gesund, schaut euch die anderen Sachen hier auf dem Kanal auch gern an, lasst einen Daumen hoch da, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert doch einfach und ja, konstruktive Kritik lasst ihr einfach unten drunter, ne? Oder wenn ihr einfach mal erzählen wollt, wie ihr der Planer gespielt habt. So, bis dahin, tschüss, euer Thomas von TomTomGames.